Guten Tag, liebe Bärenfreunde. Wie ihr seht, sind wir hier wirklich in einem Eldorado. Bären bis an den Horizont. Ich darf euch vorstellen, unsere Oberpflückerin. Grüezi miteinander. Wer bist du? Ich bin Daniela. Und ich grüße euch aus dem schönen Entlebucher Land. Wo genau, das wollte ich nicht verraten, das versteht ihr auch. Und sind wir waren eigentlich eben auf Bildsuche gewesen, aber nach der Sommertrockenheit ist natürlich nicht einmal giftig rum. Und so sind wir einfach in die schöne Bärenland gelandet. Ich muss euch sagen, also so etwas habe ich wirklich schon lange nicht mehr erlebt. Was heisst das, was sind das eigentlich, die kleinen Bären? Das sind, wie gesagt, im Volksmund Heubären. Sagt man Heidelbeere, sagt man Blaubeere. Und Heidelbeere eigentlich stammt aus dem Altdeutschen, was heisst eigentlich Heide, Wald, und Beere, also Beere aus dem Wald. Die sind sehr gesunde Früchte. Und es gibt eigentlich zwei Orte, wo man sie kann finden. Einen Garten, wo eigentlich ähnliche Werte hat wie die Wilde, aber die Wilde sind schon etwas anderes. Die unterscheiden sich in der Größe. Die Wildbeere, die sind einfach kleiner und die haben einfach Farbe. Also nach Farbe kann man eigentlich auch erkennen, die Fruchtreife. Das ist super fein. Was wollte ich noch über die Beere sagen? Sie gehört in der neueren Zeit als Superfood. Sie ist sehr reich an Provitamin A, Vitamin E und Vitamin C. Was das eigentlich sehr gesund ist für das Kreislaufsystem, für Diabetiker auch. Also wenn der eine Diabetiker sie isst tagtäglich ein paar Beeren, der kann seinen Insulinspiegel eigentlich im Blut viel besser eigentlich korrigieren. Und das wird eigentlich in ein paar Wochen, eigentlich werden wir eigentlich erste Erfolge eigentlich bei Diabetiker sehen. Was wir noch über Beeren eigentlich sagt, woher kommt einfach die blaue Farbe? Das ist von der Acetylyl. Sehen Sie, wie sieht meine Finger aus? Und das eigentlich ist etwas wirklich mega, mega gesund. Was habe ich noch sagen über die Beeren? Gehen die doch raus, genießen die schönen Tage und dazu lebt noch gesund. Das ist von mir. Ich grüße euch. Tschüss von mir. Was wir alles noch machen? Aha, das habe ich noch vergessen. Ich mache von dem Konfitüre, mache ich Sirup, mache ich Marmelade. Aber das in ein anderes Video. Bis dann, ich grüße euch von Herzen. Tschüss.